Seit einem halben Jahr wird gegen mich eine Hetz- und Treibjagd organisiert von anonymen Webseiten aus, wo Leute natürlich nicht mit dem Klarnamen stehen, ohne Adresse natürlich. Anonym werden Geschäftspartner angeschrieben, Lügen über mich erzählt. Man diffamiert mich, obwohl ich eine Historie habe, die basierend auf internationalen Künstlern und Managern die null Berührungsängste mit mir haben natürlich. Darunter sind bekannte schwarze Künstler genauso wie Künstler jüdischer Herkunft, die mich natürlich auch privat kennen und noch nie ein Problem mit mir hatten. Ich gebe jedem ein Interview, egal ob links oder rechts. Es muss in einer Demokratie möglich sein. Ich bekomme ziemlich viele Anfragen von irgendwelchen Leuten, die sagen, die würden einfach gerne ein Interview führen. Teilweise werden nicht mal die Zeitungen oder Magazine genannt. Da kann ich nicht eine Armada von Journalisten beschäftigen, die die Vita des jeweiligen Menschen irgendwo mir darlegen und aus 1000 Positionen beleuchten. Deshalb gebe ich, und ich sage das auch und unterstreiche das auch, und hinten kommt ein Ausrufezeichen ran, ich gebe jedem ein Interview, Punkt, aus Ende. Das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht, im Ausland, und das werde ich hier auch in Deutschland tun. Ich passe in keine politische Schablone, ich lasse mich weder links noch rechts irgendwo einordnen. Ich bin so, wie ich bin, und damit müssen die Leute halt klarkommen. Meine Aussagen sind eindeutig, ich habe keine menschenverachtenden oder rassistischen Aussagen. Ich hetze nicht gegen Schwule wie manche andere Leute, die dafür einen Grammy so herbekommen, und dafür finde ich das reichlich übertrieben. Wir bekommen über Facebook oder per E-Mail Anfragen, ob wir irgendwo bei Konzerten spielen wollen. Und wenn da mehrere Bands am Start sind, haben wir eine ganz demokratische Runde hier und entscheiden, ob wir da spielen wollen oder nicht. Das ist letztendlich ein Bauchgefühl. Und natürlich wollen wir nicht als Nazis bezeichnet werden, weil wir sind keine Nazis. Ausrufezeichen. Aber wir selektieren auch nicht unser Publikum, und ich kann mir meine Fans nicht aussuchen oder diejenigen, die Musik hören. Für uns ist wichtig, dass keiner mit dem erhobenen Arm irgendwo rumrennt oder Hitler schreit oder dass Bands halt nicht einschlägig bekannt sind. Und ich meine damit, dass dann auch auf der Bandseite eine klare Aussage steht. So ganz einfach.